Und nun führt das uns gerade zum nächsten Thema. Und das hängt ganz eng zusammen mit dem, was wir jetzt gesehen haben. Mit Gottes Allmacht und der Verantwortung des Menschen. Nämlich, hier geht es um Vermögen und Unvermögen. Hier wird gezeigt, der Mensch kann eben einiges in eigener Verantwortung erreichen. Und wenn er das nicht will, dann erreicht er es auch nicht. Und das wird jetzt hier weitergeführt. Es geht um das, was der Mensch kann. Aber viele Dinge können wir gar nicht. Sind wir beschränkt. Und auch durch die Umstände eingeschränkt. Und dieses Verhältnis von Vermögen und Unvermögen wird uns jetzt hier da gezeigt. 9 Vers 11. Ich wandte mich und sah unter der Sonne, dass nicht den Schnellen der Lauf gehört und nicht den Helden der Krieg und auch nicht den Weisen das Brot und auch nicht den Verständigen der Reichtum und auch nicht den Kenntnisreichen die Gunst. Denn Zeit und Schicksal trifft sie alle. Wir sehen, es gibt große Unterschiede im Leben. Im Tod, da ist die große Gleichmacherei. Aber im Leben gibt es Unterschiede. Es gibt Schnelle und Langsame. Es gibt Helden und Furchtsame. Es gibt Weise und Bildungslose. Es gibt Reiche und Arme und so weiter. Aber die Fähigkeit macht nicht das Leben aus. Nicht wahr? Alle, die schon eine Klassenzusammenkunft erlebt haben. Nach Jahren und Jahrzehnten trifft man sich wieder und man hat vielleicht damals in der Schule, auf der Römerschule gedacht, der ist so gescheit. Das wird sicher mal etwas ganz Erfolgreiches im Leben. Und dann trifft man einen gebrochenen Mann an. Und andere, von denen man gedacht hat, ja, die waren jetzt nicht so die Schlausten in der Schule, was die aufgebaut haben. Ja, etwas später, wie man so sagt, ist der Knopf aufgegangen. Und ja, also da, wo man es überhaupt nicht gedacht hätte. Und das ist das, was Salomo hier sagt. Nicht den Schnellen gehört der Lauf. Es sind ganz andere Faktoren, die im Leben noch eine wesentliche zusätzliche Rolle spielen zu den Begabungen, die unterschiedlich sind. Und da sieht man plötzlich, wie solche, die nicht als schnell galten, wie die im Leben plötzlich ganz schnell vorangekommen sind. Und das hängt von Gott ab, wie er es erlaubt. Denn Zeit und Schicksal trifft sie alle. Das ist eben das Thema Vermögen und Unvermögen. Und das hängt nicht einfach von der Begabung ab. Dazu noch ein Vers aus Sprüche 16. Vers 9. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Im Leben kommt nicht einfach das heraus, was man sich da vielleicht als junger Mensch mal vorgenommen hat. Wie dann das weitere Leben verläuft, das ist noch von ganz anderen Faktoren abhängig. Und alles von Gott. Wir haben gesehen im Aufsatz vorher, wo es um die göttliche Regierung und Gottes unerforschliche Allmacht geht, dort hatten wir diesen trostvollen Satz in 9 Vers 1, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Von Gottes Segen ist alles abhängig. Ich lese weiter in 9 Vers 12. Denn der Mensch weiß auch seine Zeit nicht. Wieder wird hier klar gemacht, wir wissen unsere persönliche Zukunft nicht im Voraus. Und glücklicherweise, denn wüssten wir alles, wir würden uns schon Jahre vorher fürchten von diesem Tag, wo uns ein Schicksal treffen wird. Und so können wir ganz unbefangen gehen, ja? Ich war schon
ganz glücklich und wohlgemut ein oder zwei Tage, bevor dann ein Schlag aus heiterem Himmel kam. Und gut wusste ich das nicht vorher. Jetzt, in zwei Tagen kommt's. Gott hat schon gewusst, warum er uns eben das Persönliche, die persönliche Zukunft nicht mitteilt. Denn der Mensch weiß auch seine Zeit nicht. Wie die Fische, die gefangen werden im Verderben, bringen ein Netz. Und wie die Vögel, die in der Schlinge gefangen werden. Wie diese werden die Menschenkinder verstrickt zur Zeit des Unglücks, wenn dieses sie plötzlich überfällt. Ja, wenn man so in den Fluss schaut, die Fische schwimmen da so unbesorgt herum, wenn die wüssten, dass sie in ein paar Sekunden sind sie dann im Netz. Ja? Aber Salomo sagt, so ist es mit uns Menschen auch. Wir sind wie Fische und plötzlich. Oder wie Vögel, die frohgemut fliegen und plötzlich sind sie im Vogelnetz gefangen. Verstrickt zur Zeit des Unglücks, wenn dieses sie plötzlich überfällt. Plötzlich bedeutet auch unerwartet. Ja, und darum muss man sagen, nicht den Schnellen gehört der Lauf, nicht den Helden der Krieg und so weiter, nicht den Weisen das Brot. Wieder kommt man zurück auf die Klassenzusammenkunft und dann denkt man, oh, ach so, das sieht alles so aus, als wird das eine ganz bedeutende Karriere. Und dann kamen diese und diese Schläge, die nicht geplant waren. Es hängt alles von der Allmacht Gottes ab. Und dennoch innerhalb eines gewissen Bereiches, da liegt unsere Verantwortung. Und wir entscheiden, ob so oder so. Nochmals, 9 Vers 10. Alles, was du zu tun vermagst mit deiner Kraft, das tu. Aber eben, es kommt darauf an, dass wir uns entscheiden, aber ich möchte es tun zur Ehre des Herrn und nicht für meine Verwirklichung. William Kelly, ich habe ihn dieser Tage auch schon erwähnt, das war ein ganz großer Bibellehrer im 19. Jahrhundert, ein gesegneter Mann und sehr, sehr gebildet. Er hat eine Bibliothek mit 20.000 Büchern. Ja, und im 19. Jahrhundert war das natürlich noch etwas Besonderes als heute. Ja, die Bücher waren nicht so billig wie heute. Und heute braucht man ja gar nicht unbedingt Bücher. Man kriegt ja alles auf dem Internet. Also alles, nein, vieles. Aber er hatte eine riesige Bibliothek und hatte auch bedeutende Bibelhandschriften des Neuen Testaments in seiner eigenen Sammlung. Und dieser gebildete Mann wurde gefragt, Mr. Kelly, Sie hätten eine Karriere machen können als Professor an einer Universität. Und Sie hätten quasi eine große Karriere machen können. Und dann sagte er, für welche Welt? Ja, ihm war es wichtig, dem Herrn zu dienen. Übrigens, damit habe ich nichts gesagt, dass man nicht als Professor, wenn der Herr einen so führt, nicht dem Herrn dienen könnte. Aber für ihn war klar, es geht nicht um eine akademische Karriere, sondern ich möchte meine Gaben dem Herrn zur Verfügung stellen. Und darum hat er nicht für sich nicht das gewählt. Aber es war seine Entscheidung. Alles, was du zu tun vermagst mit deiner Kraft, das tu. Und dennoch, in diesem Rahmen der Möglichkeiten müssen wir uns im Klaren sein, plötzlich kann es sein, dass Gott stoppt. Ja, wir haben die Zukunft nicht in der Hand. Überhaupt nichts. Und gerade in dieser Zeit, sagen wir, im vergangenen Jahr haben wir gemerkt, wir haben ja gar nichts in der Hand. Wir planen. Ich habe etwa 3 Israel-Reisen annulliert. Und ich habe mir so Mühe gegeben, das vorzubereiten, das Programm genau den richtigen Tagen anzupassen und wo sind die jüdischen Feste, wo dann alles geschlossen ist, wie können wir das umgehen, ja? Wo sind wir am Yom Kippur zum Beispiel? Und dann kann ich das abstreichen. Nichts. Wir haben nichts in der Hand. Aber das war auch vorher so.
Nur haben wir vielleicht manchmal nicht mehr darüber nachgedacht, dass wir es gar nicht in der Hand haben. Und jetzt merken wir es mehr. Das ist es. Aber das gilt für immer. Jetzt weiter, 9 Vers 13. Auch dieses habe ich als Weisheit unter der Sonne gesehen. Und sie kam mir groß vor. Es war eine kleine Stadt und wenige Männer waren darin. Und gegen sie kam ein großer König und er umzingelte sie und baute große Belagerungswerke gegen sie. Und es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit rettete. Aber kein Mensch erinnerte sich an diesen armen Mann. Da sprach ich, Weisheit ist besser als Kraft. Aber die Weisheit des Armen wird verachtet und seine Worte werden nicht gehört. Ja, jetzt versteht man auch, warum da diese Burg auf dem Bild ist. Oder diese ummauerte Stadt, eine kleine Stadt. Eine wunderbare Episode erzählt hier Salomo. Und diese kleine Stadt ist ein Bild von dieser Welt. Und da kommt ein König, umzingelt die Stadt, baut große Belagerungswerke. Er will alles kaputt machen. Der Herr Jesus nennt den Teufel in Johannes 8 den Menschenmörder von Anfang. Er hasst diese Welt, diese Menschheit. Am liebsten möchte er alle töten. Und er ist ein König, denn in Offenbarung 9 wird er genannt der König über die Dämonen im Abyssos. Und er wird genannt Apollyon auf Griechisch, das heißt Verderber. Und auf Hebräisch Abaddon, das heißt Verderben. Ja, und der Jesus nennt ihn in Johannes 12, 31 der Fürst dieser Welt. Paulus sogar in 2. Korinther 4, 4, der Gott dieser Welt. Aber wir lesen, es fand sich darin ein armer, weiser Mann. Paulus sagt in 2. Korinther 8, Vers 9, ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. In 1. Korinther 1, Vers 30, da lernen wir, dass der Jesus die Weisheit ist. Befand sich darin ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit rettete. Und so hat der Herr Jesus am Kreuz den Sieg errungen über diesen bösen König Apollyon. Und wir lesen in 1. Johannes 3, dass er die Werke, dass er geoffenbart worden ist als Sohn Gottes, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und in Hebräer 2, Vers 14 heißt es, dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Gewalt des Todes hatte. Und der Herr Jesus hat so in seiner Weisheit dieses Erlösungswerk auf Golgatha durchgeführt. Aber wir stehen jetzt 2000 Jahre später. Und wie viele Menschen erinnern sich daran? Der Herr Jesus ist verworfen in dieser Welt. Aber kein Mensch erinnerte sich an diesen armen Mann. Aber die Belehrung daraus: Weisheit ist besser als Kraft. Ganz grundsätzlich, auch wenn Gott uns Weisheit gibt, göttliche Weisheit als ein Wort, das ist besser als Kraft. Der Mensch ist zwar beschränkt in seiner Handlungsweise, aber mit Weisheit gilt eben ganz besonders, was 9 Vers 10 sagt. Alles, was du zu tun vermagst, mit deiner Kraft, das tu. Und darum ist es wichtig, dass wir nach göttlicher Weisheit aus dem Wort Gottes streben. Aber die Weisheit des Armen wird verachtet und seine Worte werden nicht gehört. Traurig ruft Jesaja in Jesaja 53, 1, nachdem er vorher den Herrn Jesus beschrieben hat in seinen Leiden, dass sein Angesicht entstellt war, mehr als der Menschenkinder. Und dann heißt es in Jesaja 53, 1, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden?
Und damit drückt Jesaja aus, dass diese Botschaft von dem Erlöser auf Unglauben stoßen wird und auf taube Ohren. Und seine Worte werden nicht gehört. Aber es gilt, Worte der Weisen in Ruhe gehört, sind mehr wert als das Geschrei des Herrschers unter den Toren. Ja, in dieser Welt wird viel regiert mit Schreien und mit Drohen. Aber wer hat das nicht schon auch gemerkt bei seinen Kindern oder bei den Kindern, dass, wenn man sie ermutigt und ihnen Dinge erklärt, dass es oft mehr Ergebnis gibt, als wenn sie nur gescholten werden. Also damit will ich ja nicht sagen, dass Schelten an seinem Platz nicht auch nötig ist in der Erziehung. Aber es ist unglaublich, der Rat, der weise Rat, die Worte der Weisen in Ruhe gehört, die haben so viel Effekt. Und eben haben wir diese kleine, wunderbare Geschichte von der kleinen Stadt und dem armen, weisen Mann gelesen, der die Stadt durch seine Weisheit rettete. Ein Hinweis auf den Erlöser. Aber wir hatten ja auch schon in Kapitel 4 diese kleine Geschichte, 4 Vers 13, besser ein armer und weiser Jüngling als ein alter und törichter König. Und dieser arme, weise Jüngling wurde in dem Königreich dieses alten, törichten Königs geboren. Ja, auf das ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Und später übernimmt er die Herrschaft. Und weiter haben wir gestern gelesen in Kapitel 7, Vers 28, was meine Seele immerfort gesucht und ich nicht gefunden habe, ist dies. Einen Mann aus Tausenden habe ich gefunden, aber eine Frau unter diesen allen habe ich nicht gefunden. Dieser eine Mann aus Tausenden, eine Anspielung Salomos auf das Buch Hiob, das er kannte, wo Elihu spricht über den kommenden Erlöser, der eine Sühnung zustande bringen wird, Erlösung zustande bringen wird, und er spricht von ihm als einen aus Tausend, einen Mann aus Tausend. Und Salomo verstärkt, einen Mann aus Tausenden. Und schließlich, Prediger 12, Vers 11, er spricht über die Bibelschreiber und sagt, die Worte der Weisen, alle Bibelschreiber sind weise, die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Das ist der gute Hirte, der die Bibelschreiber durch seinen Geist inspiriert hat, der eine Hirte. Wir fahren weiter in Kapitel 9, Vers 18. Wieder eine praktische Schlussfolgerung aus dieser Geschichte, die zeigt, wie wichtig göttliche Weisheit ist. Weisheit ist besser als Waffen. Ja, der Jesus kam als dieser arme, weise Mann in diese Welt und hat diesen schrecklichen König, der die Gewalt des Todes hatte, zunichte gemacht. Durch das Werk am Kreuz, das Ausdruck der Weisheit Gottes ist, wie 1. Korinther 1 uns erklärt. In den Augen der Welt ist das Kreuz Torheit, aber genau die Rettung durch das Kreuz war so geschehen in der Weisheit Gottes. Weisheit ist besser als Waffen. Und das gilt jetzt ganz allgemein. Um wieder zu illustrieren, was wir in 9, Vers 10 schon hatten, alles, was du zu tun vermagst, mit deiner Kraft, das tu. Also der Mensch, obwohl eine Erschöpfung steht, die er nicht erfassen kann, obwohl die Zukunft ihm verborgen ist,
Aber er hat Verantwortung, mit dem, was Gott gegeben hat, richtig umzugehen und es einzusetzen. Alles, was du zu tun vermagst mit deiner Kraft, das tu. Aber tu es in Weisheit. Darum, Weisheit ist besser als Waffen. Aber ein Sünder vernichtet viel Gutes. Ja, der Mensch hat Möglichkeiten. Und er hat eben einen Willen bekommen. Er hat einen eigenen Willen und kann sich so oder so entscheiden. Und ein Sünder kann durch die falsche Entscheidung, was er tun will, so viel kaputt machen. So viel kaputt machen, wie der Herr Jesus sagt in Lukas 7, Vers 30. Ich lese ab Vers 29. Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, dadurch, dass sie mit der Taufe des Johannes getauft wurden. Die Pharisäer aber und die Gesetzgelehrten machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos, weil sie sich nicht von ihm taufen ließen. Hier sehen wir, der Mensch kann sich entscheiden. Und wenn man die Souveränität Gottes so versteht, dass Gott letztlich alles bestimmt, ob ein Mensch gerettet wird oder ob er verloren geht, unabhängig von der persönlichen Entscheidung des Menschen, das geht gar nicht. Denn hier lesen wir, dass diese Menschen mit ihrer bösen Entscheidung, sie haben den Ratschluss Gottes zunichte gemacht. Dieser Vers dürfte nicht in der Bibel stehen, wenn der Calvinismus wahr wäre. Das geht ja gar nicht. Ja? Aber es ist so, Gott hat seinen Ratschluss und diesen Ratschluss zieht er durch und wird ihn vollenden. Aber nur für die, die sich auch bekehren wollen. Natürlich, wir würden uns nie von uns aus bekehren. Wir hätten das nie gemacht. Aber Gott hat gezogen. Nur Gott zieht alle. Darum sagt der Jesus in Johannes 12, ich werde alle zu mir ziehen. Und darum sagt Römer 2, Vers 4, dass es Menschen gibt, die werden durch die Güte Gottes zur Buße hingezogen, aber sie widerstehen störrisch und gehen verloren. Aber sie waren gezogen. Und der Calvinismus sagt, nicht alle Menschen werden von Gott gezogen. Das stimmt nicht. Nicht nur die, die erlöst werden, sind gezogen worden, auch die anderen. Aber sie können dem widerstehen und so haben sie in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos gemacht. Sie können nicht den Ratschluss Gottes an sich vernichten, aber in Bezug auf sich selbst, sodass sie verloren gehen. Und da sagt der Prediger, ein Sünder vernichtet viel Gutes. Und dann, tote Fliegen machen das Öl des Salbenmischers stinkend. Ja, so, kleines Wesen, aber das ist eine tote Fliege. Das Öl des Salbenmischers, etwas Edles, Wohlriechendes. Es braucht nur eine kleine tote Fliege darin und alles ist kaputt. Und so sehen wir auch, wie man durch unangebrachte Kritik, wir sagen ja nicht, Kritik darf nicht sein, aber unangebrachte Kritik kann das Werk Gottes schwer schädigen. Und es gibt solche Kritik, muss man sagen, das ist wie tote Fliegen, die das Öl stinken machen. Und solche tote Fliegen können eben unangebrachte Kritiken sein von einer Predigt. Das ist vielleicht ein junger Mann, der predigt und wir sagen, ja, aber es sollte doch noch so und so sein und so und so und so. Und man macht den Inhalt kaputt. Durch
durch dumme Bemerkungen. Das sind zum Beispiel solche toten Fliegen. Ja, tote Fliegen machen das Öl des Salbenmischers stinkend und gärend. Ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Ehre. Ja, wir haben gerade gesehen, wie Weisheit so kraftvoll sein kann. Weisheit ist besser als Waffen, ja? Und diese Weisheit des armen, weisen Mannes hat eine Wirkung gehabt, sodass dieser große König mit Belagerungswerkzeugen und mächtigen Waffen besiegt wurde. Aber mit der Torheit ist es sehr gefährlich. Ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Ehre. Das Herz des Weisen ist nach seiner Rechten und das Herz des Toren nach seiner Linken gerichtet. Das ist schwierig zu verstehen. Aber wir müssen über rechts und links nachdenken. Bei den meisten Menschen ist es so, dass die rechte Hand besser funktioniert als die linke. Ja? Und davon muss man ausgehen. Das Herz des Weisen ist nach seiner Rechten ausgerichtet. Sprüche 4, Vers 23 sagt, dass wir auf unser Herz, und das Herz ist ja das Symbol für das Innerste unserer Persönlichkeit, auf das muss man ganz besonders Acht haben. Ich lese Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Es geht ja hier um Vermögen und Unvermögen. Also in unserem Herzen, in unserer Persönlichkeit, in unserem eigenen Willen haben wir Möglichkeiten, uns so oder so zu entscheiden. Und das Herz des Weisen ist nach seiner Rechten ausgerichtet, das heißt nach dieser Hand, die gelingen hat, und das auch umsetzen kann praktisch. Und der Tor, sein Herz ist ausgerichtet auf die linke Hand, mit der dann auch alles nur linkisch und eben schlecht umgesetzt wird. Vers 3. Und auch wenn der Tor auf dem Weg wandelt, fehlt ihm der Verstand und er sagt allen, er sei ein Tor. Wie geht das? Nicht, dass er das unbedingt so sagen will, aber er schwatzt und lässt seine Torheit eben für alle sichtbar heraus. In Vers 14 sagt dann Salomo in Ergänzung, und der Tor macht viele Worte. Und dann kommt eben die Torheit auch raus, durch das unkontrollierte Reden. Vers 4. Wenn der Zorn des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlass deine Stelle nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Es ist ganz interessant, dass wir im Buch Prediger wiederholt das Thema Verhältnis zur Obrigkeit haben. Und wir haben da ja verschiedene Dinge gefunden. Auch gestern haben wir gelesen in Kapitel 8, Vers 2, wie wichtig das biblische Verhältnis zur Obrigkeit ist. 8, Vers 2, ich sage, habe Acht auf den Befehl des Königs. Und zwar wegen des Eides Gottes. Übereile dich nicht, von ihm wegzugehen. Lass dich nicht in eine böse Sache, denn er tut alles, was ihm gefällt. Und so weiter. Wie soll man sich da richtig verhalten, weil oft Regierungen nicht dem entsprechen, praktisch, wozu Gott sie eingesetzt hat, wie Römer 13 sagt. Und jetzt hier wird gesagt, wenn der Zorn des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlass deine Stelle nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Gelassenheit, das ist das Stichwort. Und das ist
so wichtig, wenn die Regierung sich eben ungut verhält gegen die Gläubigen. Ja, hier geht der Zorn des Herrschers gegen dich. Der Gläubige ist angesprochen. Dann ist es wichtig, dass man nicht sich falsch verhält, sondern Gelassenheit, das verhindert, dass wir sündigen. Also das Wort Gelassenheit, das kann man sich hier wirklich rot anstreichen und das hilft uns in schwierigen Situationen richtig umzugehen, vorzugehen. Und das wird jetzt noch weiter ausgeführt. Vers 5. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe. Wie ein Irrtum, der vom Machthaber ausgeht. Ha. Also, die Bibel macht klar, dass auch wenn Gott die Regierung eingesetzt hat, so gibt es dann in der Praxis viel Irrtum. Wir haben das in der Geschichte des 20. Jahrhunderts ganz, ganz schrecklich erlebt, nicht wahr? Ganz Europa hat das erlebt und die ganze Welt. Und jetzt sagt Salomo weiter, die Torheit wird in große Würden eingesetzt. Das heißt, da bekommen Leute große, einflussreiche Stellungen, die wirklich törichte Dinge verkündigen. Und wenn wir nur denken an die Gender-Ideologie, und das wird durch Mächtige jetzt verbreitet und aufgedrängt in den Schulen und Kindergärten, aber das Wort Gottes sagt, die Torheit wird in große Würden eingesetzt. Und Reiche sitzen in Niedrigkeit. Ich habe Knechte auf Pferden gesehen und Fürsten, die wie Knechte zu Fuß gingen. Die Dinge werden auf den Kopf gedreht. Ja? Und da müssen wir uns im Klaren sein und wir können das nicht ändern. Wir können uns ereifern und ausrufen und aber das ist nicht das, was Vers 4 sagt. Denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Wir müssen aufpassen, dass wir in unseren Reaktionen uns nicht selber versündigen, sondern richtig handeln. Wir können das nicht ändern. Und weiter geht es in Vers 8. Da werden nun verschiedene Gefahren im Leben aufgezeigt. Und es ist so, das ganze Leben ist risikobehaftet. Nicht wahr? Wir könnten uns ja jetzt auch sagen, jetzt heute Nachmittag müssen wir abreisen, aber am besten wäre es, wir würden alle hier bleiben. Warum? Ja, die Möglichkeit ist, dass wir auf der Straße bei der Heimfahrt einen Unfall haben. Und wenn wir da bleiben würden, dann können wir den Unfall verhindern. Aber das ganze Leben ist risikobehaftet. Und das könnte dazu führen, dass wir passiv werden. Und gar nicht mehr raus wollen. Ja? Und es gibt ja auch Leute, die haben sich in der Corona-Zeit so eingeschlossen und sich gesagt, ich lasse mir das Essen bringen, ich gehe nicht mehr raus, ich will mich schützen. Und jemand hat mir erzählt, und eine solche Person ist dann krank geworden. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Also, das wäre doch interessant, das zu erforschen. Wie geht das, wenn man sich so schützt? Also, es gibt so viele Dinge, die man nicht abwägen kann. Und darum haben wir auch gelesen in Kapitel 9, Vers 11 am Schluss. Denn Zeit und Schicksal trifft sie alle. Und wie die Fische im Netz und die Vögel in der Schlinge, Vers 12 am Schluss, wie diese werden die Menschenkinder verstrickt zur Zeit des Unglücks, wenn dieses sie plötzlich überfällt. Ist in der Hand Gottes.
Und darum sollen wir nicht passiv werden, weil wir denken, es ist ein Risiko. Das, ich mache das nicht, es ist ein Risiko. Wir haben ständig Risiko. Ja, wenn wir eine Grube graben, das ist ein Risiko. Das sagt Vers 8. Wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen. Also drum, man grabe nie eine Grube. Aber es gibt halt Gruben, die müssen gegraben werden. Aber es ist das Risiko, man kann dann hineinfallen. Und das ist ja auch so tragisch geschehen. Nicht wahr? Dieser Archäologe, der auf dem Herodion in Israel nach 2000 Jahren das Grab von Herodes gefunden hat. Das Originale. Ein ganz sympathischer Mann war das. Und dann später ein ganz lieber Großvater. Und man wusste ja aus den Schriften von Josephus Flavius, dass Herodes, König Herodes, muss im Herodion begraben sein. Aber man hat das ausgegraben, da oben, seine Palastfestung, und hat nichts gefunden. Und ich mag mich erinnern, als ich zum ersten Mal vor 40 Jahren auf dem Herodion war, ich wusste, eben Josephus Flavius hat gesagt, da ist der Mann. Ja, ich habe schon ein bisschen herumgeschaut. Aber eben, natürlich nichts gesehen von Herodes. Und dieser Mann hat sich gesagt, ja, vielleicht ist es ganz woanders, da, wo die Leute nie geschaut haben. Und zwar hat er dann auf den Abhängen, hat er da auf der Seite begonnen zu graben und nicht oben, und hat das Grab gefunden. Und dann war seine Idee, oh, da sollte man eine Ausstellung machen, wo man dann diese Funde, diese fantastischen, grandiosen Funde, die man hier gemacht hat, dass man die dort ausstellt. Das war so noch als älterer Mann so sein Wunsch. Und das wurde dann auch alles ausgeführt. Und ich war auch in dieser Ausstellung, aber er war nicht mehr dort. Er hatte nämlich noch vorher nochmals das, was da aufgegraben worden ist, inspiziert und ist dann in die Ruinen des Herodesgrabes hineingefallen und gestorben. Ja, hätte man das nicht aufgegraben, nicht wahr? Es ist wirklich so, wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen. Und wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. Ja, der kommt da plötzlich zwischen den Steinen raus. Wer Steine bricht, kann sich daran verletzen. Wer Holz spaltet, darum habe ich so Respekt mit einem Beil, lieber nicht. Also ich habe das erlebt, wie einer dann eine klaffende Wunde hatte. Ja, voll mit dem Beil rein in den Unterschenkel. Also, das ist gefährlich. Da habe ich gelernt, man muss die Beine spreizen. Also, so darf man nicht Holz spalten, das geht gar nicht. So, und dann kann man da ins Leere schlagen. Also, wer Holz spaltet, kann sich dadurch gefährden. Wenn das Eisen stumpf geworden ist und man hat die Schneide nicht geschliffen, so muss man seine Kräfte mehr anstrengen. Aber die Weisheit ist vorteilhaft, um etwas instand zu setzen. Ja, also wenn man die Intelligenz nur in den Händen hat und nicht im Kopf, dann kann es auch im Handwerk schwierig werden. Aber das Denken und die Weisheit ist da eben wirklich ein Vorteil. Aber eben, es geht ja immer noch um das Thema, das am Schluss von dem vorigen Aufsatz in 9 Vers 10 formuliert worden war: Alles, was du zu tun vermagst, mit deiner Kraft, das tu. Aber tu es mit Weisheit. Vers 11. Wenn die Schlange beißt, ehe die Beschwörung da ist, so nützt der Beschwörer nichts. Die Worte des Mundes eines Weisen sind Anmut, aber die Lippen eines Toren verschlingen ihn.
Der Anfang der Worte seines Mundes ist Torheit und das Ende seiner Rede ist schlimmer Unsinn. Also, es geht immer noch um das Thema Gelingen haben. Und das Gelingen ist da, wenn man eben mit Weisheit handelt. Aber mit Torheit geht es schief. Und merken wir, in Vers 13 haben wir wieder einen Rückbezug auf einen früheren Aufsatz. Wir hatten doch den Aufsatz Nummer 5 in der Mitte des Buches, Kapitel 6, Vers 1 und folgende. Da ging es um Anfang und Ende. Und wie wichtig ist, dass möglichst ein gutes Ende da ist. Aber hier sagt Salomo, der Anfang der Worte seines Mundes beim Toren ist Torheit. Das fängt schon töricht an. Aber, oh Schreck, und das Ende seiner Rede ist schlimmer Unsinn. Das Ende wird noch schlimmer als der Anfang. Also es kann sein, dass jemand schlecht beginnt, aber er endet gut. Und das ist ganz entscheidend. Zum Beispiel König Manasse, das war so ein schrecklicher Mann. Aber am Schluss hat der Mann noch Buße getan. Das ist das Beispiel von Schächergnade im Alten Testament. Ja, wie der Schächer am Kreuz, der im letzten Moment noch Buße getan hat über sein kriminelles Leben. Aber wenn Anfang und Ende eben schlecht ist und das Ende noch schlechter als der Anfang, das ist dann schlimm. Vers 14. Und der Tor macht viele Worte, doch weiß der Mensch nicht, was sein wird und was nach ihm sein wird. Wieder, was wir schon früher gesehen haben, die Zukunft ist uns verborgen. 9 Vers 1 am Schluss, alles liegt vor ihnen. Weder Liebe noch Hass kennt der Mensch im Voraus. Und wir wissen nicht, was für uns persönlich kommt. Und das soll uns bescheiden machen. Und darum lehrte der Prediger schon in Kapitel 5, Vers 1 am Schluss, oder Vers 1 überhaupt, sei nicht vorschnell mit deinem Mund. Und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deiner Worte wenige. Und hier sagt er, und der Tor macht viele Worte. Zu viel reden ist nicht gut. Und Bescheidenheit kann eben die vielen Worte beschränken. Vers 15. Die Mühe des Toren macht ihn müde. Ihn, der nicht einmal zur Stadt zu gehen weiß. Also der Tor neigt dann auch zur Faulheit. Weil er denkt, wenn ich mich anstrenge, werde ich müde. Ja? Und er ist so dumm, dass nicht mal den Weg weiß zur Stadt. Vers 16. Wehe dir, Land, dessen König ein Knabe ist und dessen Fürsten am Morgen schmausen. Ja, jetzt haben wir wieder das Thema von der Obrigkeit, die nicht gut ist. Aber wir haben gesehen, wichtig ist, dass wir gelassen bleiben. Das bewahrt uns, dass wir nicht ungut reagieren. Aber Salomo sagt grundsätzlich, wehe dir Land, dessen König ein Knabe ist, also einer, der auch gar keine Erfahrung hat und der einfach drauf los regiert. In Jesaja 3, Vers 12 wird davon geredet, wenn also junge Leute ohne Erfahrung, aber sie denken, sie können ja schließlich auch schneller denken als die Alten. Das stimmt. Und das ist das Problem. Wenn alte Leute eine Arbeitsstelle suchen und man sagt, ihr seid zu teuer, wir nehmen junge Leute. Und junge Leute, die können auch viel schneller entscheiden als ihr. Ja, aber aus der Hirnforschung wissen wir, alte Gehirne entscheiden
langsamer, aber eher richtig. Und junge Gehirne entscheiden schnell, aber eher falsch. Und Jesaja 3, Vers 12, da spricht Gott über Jerusalem, das in einem schlechten Zustand war, geistlich. Und da heißt es, mein Volk, seine Bedrücker sind kleine Kinder. Und Frauen herrschen über es. Mein Volk, deine Leiter führen irre. Und den Weg deiner Pfade haben sie zunichte gemacht. Schrecklich, wenn die Regierung verführt und Ideologien durchsetzt, die Verführung sind. Und da heißt es, seine Bedrücker sind kleine Kinder. Und das gibt es auch in Gemeinden, dass plötzlich junge Leute die Macht übernehmen wollen und diese Alten da verdrängen. Ich habe das an einem Ort beobachtet, so aus gewisser Distanz. Da war ein alter Bruder, aber so weise und bedacht und auch eine wunderschöne Bibelerkenntnis. Und da kamen junge Leute, die haben den richtig gehend abgesägt. Ja, wehe dir Land, dessen König ein Knabe ist und dessen Fürsten am Morgen schmausen. Leute, die das Vergnügen lieben, sind gefährlich in der Regierung. Aber dann im Gegensatz dazu, glücklich du Land, dessen König ein Sohn der Edlen ist und dessen Fürsten zu rechter Zeit speisen. Ah, die haben schon auch Feste, aber am richtigen Zeitpunkt. Die haben Selbstbeherrschung und Männlichkeit im richtigen Sinn des Wortes. Dessen Fürsten zur rechten Zeit speisen als Männer und nicht als Schwelger. Eben, das sind Männer mit Selbstbeherrschung und Schwelger sind gefährlich. Aber sehen wir hier, hier wird uns nicht gesagt, was wir tun sollten, sondern wird einfach gesagt, wehe dir Land, dessen König so schlecht ist. Und glücklich du Land, dessen König ein Sohn der Edlen ist und dessen Fürsten zur rechten Zeit speisen. Es ist eben so, das sind Dinge, wo wir kein Vermögen haben. Wir haben nicht das Vermögen, die falschen Leute aus der Regierung zu nehmen und die richtigen hinzutun. Und wenn wir uns ereifern, es ändert nichts. Wir müssen eine Gelassenheit haben und das akzeptieren. Gott steht darüber. Er hat einen Plan. Aber wir wissen, wehe dir Land. Glücklich du Land. Und dann Vers 18. Durch Faulenzen senkt sich das Gebälk und durch Lässigkeit der Hände tropft das Haus. Eben, das Leben ist voller Gefahren und das könnte dazu führen, dass jemand passiv wird. Aber Passivität wird dann eine Art von Faulheit und das hat Konsequenzen. Ja? Da beginnt dann halt das Dach zu tropfen. Es wird nicht mehr repariert, weil ja schließlich etwas geschehen könnte. Wenn man repariert. Ist gefährlich da mit diesen Balken. Könnte ja auf den Kopf fallen. Vers 19. Um sich zu belustigen, hält man Mahlzeiten und Wein erheitert das Leben und das Geld gewährt alles. Das beschreibt jetzt eben diese schlechten Herrscher, denen es um ihre Schwelgerei geht und um ihre ausgelassenen Feste. Vers 20. Auch in deinen Gedanken fluche dem König nicht und in deinen Schlafgemächern fluche nicht dem Reichen, denn die Vögel des Himmels könnten die Stimme entführen und das Geflügelte das Wort melden. Es geht eben noch um das Thema Verhältnis gegen die Regierung, die nicht gut ist. Ja, wir haben gesehen, dass wir eben, wenn der Zorn des Herrschers gegen dich aufsteigt, 10 Vers 4, dann soll man
dastehen, nicht irgendwie etwas unternehmen. Gelassenheit verhindert große Sünden. Und wir haben auch schon gesehen in Kapitel 7, Vers 20, Vers 21, auch richte dein Herz nicht auf alle Worte, die man redet, damit du nicht deinen Knecht dir fluchen hörst. Also nicht ständig rumhören wollen, was denken die Leute über mich, was sagen sie Schlechtes über mich. Das macht sowieso nur unruhig. Es gibt immer Leute, die schlecht reden über uns. Aber wenn man das ständig darauf aus ist, das zu wissen, das macht nur unruhig. Und dann sagt Salomo, damit du nicht deinen Knecht dir fluchen hörst, also musst du ja gar nicht alles wissen, was die Schlechtes sagen, denn auch viele Male, dein Herz weiß es, hast auch du anderen geflucht. Ja? Schlecht geredet über andere. Und jetzt sagt Salomo, und jetzt bei dem König kannst du dir ja sagen, gut, ich sage einfach niemandem was, aber ich denke, der ganze Sturm geschieht innerlich. Und er sagt es ganz gewährlich, auf deinen Gedanken fluche dem König nicht. Übel reden über die, die in der Hoheit sind, das geht überhaupt nicht. Darum wird uns ja auch gesagt, dass sogar der Erzengel Michael, im Judasbrief steht das, dass er nicht üble Worte verwendet hat gegen den Teufel. Weil der Teufel hat eben als Engel, als Cherub, eine bestimmte Stellung. Er selber ist ganz übel. Er ist der Menschenmörder von Anfang. Er ist der feuerrote Drache. Aber er hat keine Schimpfwörter verwendet über den Teufel, sondern hat gesagt, der Herr schelte dich. Und dann sagt der Judasbrief, aber diese Menschen in der Christenheit, meint er, die in der abgefallenen Christenheit, sie lästern eben Obrigkeiten. Und das geht nicht. Das ist übel. Und da muss man sich auch hinterfragen, wie habe ich über diese Person in der Regierung gesprochen, wie über jene? Von Amtes wegen verdienen sie eine Ehre. Und auch wenn sie falsch handeln, dürfen wir nicht in unangemessener, unflätiger Weise über sie sprechen. Auch in deinen Gedanken fluche dem König nicht. Und in deinen Schlafgemächern, ganz im Vertrauten, fluche nicht dem Reichen. Denn die Vögel des Himmels könnten die Stimme entführen und das Geflügelte das Wort melden. Es ist ja unglaublich, wie manchmal ganz versteckte Dinge ans Licht kommen. Ja? Dass der Herr hat Möglichkeiten, dass Dinge, die ganz versteckt gesagt wurden, übel, dass die plötzlich eines Tages ans Licht kommen. Kapitel 11, Vers 1. Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, denn nach vielen Tagen wirst du es finden. Gib einen Teil an 7, ja sogar an 8, denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Es geht wieder um das Thema, die Zukunft ist uns verborgen. Wir wissen nicht, was kommt. Und eben, wenn es geht um die Arbeit als Bauer auf dem Feld, könnte man denken, oh, ist nicht geeignet, um zu säen. Ja, darum heißt es dann in Vers 3 und 4, wenn die Wolken voll Regen sind, so entleeren sie sich auf die Erde. Und wenn ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Wer auf den Wind achtet, wird nicht säen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nicht ernten. Ich war die Samenkörner, die man gesammelt hat als Rest von der früheren Ernte, die sind wertvoll. Und man weiß, jedes Korn hat eigentlich die Aufgabe, sich um ein deutlich Mehrfaches zu vermehren. Der Herr Jesus spricht ja in den Gleichnissen im Neuen Testament
von der Möglichkeit, dass ein Korn 30-fältig vermehrt, 60-fältig, 100-fältig. Also, damit zu säen, in einem Moment, wo dann alles doch nichts wird, überlegt man sich, wie ist das mit dem Wetter? Soll ich jetzt, soll ich nicht? Und Salomo sagt, wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser. Brot, das sind hier die Samenkörner, die Getreidekörner, die dann später zu Brot werden. Aber warum heißt es auf die Fläche der Wasser? Gemeint ist der Acker, der vom Regen benetzt ist. Ja? Und so muss man die trockenen Körner auf das Wasser werfen und dann kommt es ja zum Keimen. Dann geschieht der Keimungsprozess. Ja? Solange die Körner trocken sind, da bleiben die schön intakt, ja? Und können auch nicht infiziert werden von schlechten Bakterien. Aber wenn das mit Wasser in Berührung kommt, dann beginnt es zu keimen, dann können auch Bakterien reinkommen. Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, denn nach vielen Tagen wirst du es finden. Dann braucht es eine lange Zeit, das sprießt, wächst auf und schließlich gibt es die Ernte, die reiche Ernte mit den vollen Ähren. Nach vielen Tagen wirst du es finden. Und man muss also ein Risiko eingehen. Man kann sagen, nein, das Risiko, mache nichts. Dann macht man eben gar nichts. Und jetzt natürlich die Übertragung. Das Samenkorn ist ja nach Lukas 8 ein Bild des Wortes Gottes. Und so müssen wir evangelisieren, ausstreuen. Nicht denken, ja, also wenn ich jetzt dieses Buch verschenke, dieser Person, aber das bringt dann nichts, dann gebe ich es lieber nicht. Also man weiß nicht, was etwas bringt und was nicht, aber wenn man immer nur darauf achtet, kann ich ganz sicher sein, dass es effizient ist, dann macht man nichts. Wer auf den Wind achtet, wird nichts säen. Wer auf die Wolken sieht, wird nicht ernten. Vers 4. Und dann Vers 5. Wie du nicht weißt, welches der Weg des Windes ist, wie die Gebeine im Leib der Schwangeren sich bilden, ebenso weißt du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Geht es wieder um das Thema, dass eben diese Schöpfung unerforschlich ist, voller Geheimnisse ist. Und auch heute, wo wir mit Ultraschall schauen können, was da geschieht, aber das Ganze ist nach wie vor ein Geheimnis. Wie das kommt, die Befruchtung und dann die Vermehrung zu einem Zellknäuel und dann das Bilden von Furchen. Und diese ersten Furchen bilden dann die Gehörgänge und dann sehr früh bildet sich schon das Herz und der Blutkreislauf. Ganz, ganz früh. Und alles entwickelt sich so in 9 Monaten. Es ist etwas so Geheimnisvolles. Und eben auch wie der Wind weht, mal da, aber wir wissen, wir können nicht Antwort geben. Warum hat er sich jetzt plötzlich gedreht? Wer will es antworten? Ja, der Jesus sagt ja in Johannes 3, du weißt nicht, woher der Wind kommt und wohin er geht. Wie du nicht weißt, welches der Weg des Windes ist. Das nimmt der Herr Jesus auf in Johannes 3 im Gespräch mit Nikodemus. Es sind so viele Geheimnisse in der Natur, die Gott in seiner Hand hat. Und diese Unabwägbarkeiten sollen uns nicht dazu führen, dass wir sagen, dann machen wir nichts. Nein, wir müssen handeln. Mutig sein. Natürlich gibt es Risiko, aber wir müssen mutig vorwärts gehen. Und dann kann Gott segnen. Vers 6. Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend zieh deine Hand nicht ab, denn du weißt nicht, welches gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder beides zugleich gut werden wird. Wir haben nichts in der Hand. Der Bauer nicht und so auch der evangelisiert nicht. Und wissen nicht, bringt das etwas, bringt das etwas? Oder beides, könnte ja sein. Aber das lassen wir in der Hand Gottes, im Bewusstsein von Kapitel 9, Vers 1 am Schluss,
dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Das gibt uns Zuversicht, obwohl wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Es heißt weiter, weder Liebe noch Hass kennt der Mensch im Voraus. Alles liegt vor ihnen. Quasi unbekannt. Und so ist es ständig in dem, was wir handeln. Es liegt in Gottes Hand, wie es dann herauskommt. Vers 7. Und süß ist das Licht und wohltuend den Augen, die Sonne zu sehen. Denn wenn der Mensch auch viele Jahre lebt, möge er in ihnen allen sich freuen. Und der Tage der Finsternis gedenken, dass es viele sein werden. Alles, was kommt, ist Eitelkeit. Also auch da endet der Aufsatz mit dem Thema Freude. Und wieder sagt Salomo, dass wir all die Freuden, die Gott uns im Leben schenkt, dass wir sie dankbar aus seiner Hand annehmen sollen. Und das, was er uns auch sehen lässt mit unseren Augen an Wunder in dieser Welt, dass wir das dankbar anschauen und genießen. Aber wir müssen auch wissen, in der Zukunft kommen Dinge, die wir im Moment noch nicht wissen und die auch schwer sein könnten. Möge ihr in ihnen allen sich freuen und der Tage der Finsternis gedenken. Als junger Mensch muss man wissen, es bleibt nicht immer so einfach, wie es jetzt ist, sondern es können dann die Tage kommen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Und jetzt merken wir, jetzt ist schon der nächste Aufsatz vorbereitet. Das schlägt die Brücke zu dem, was wir heute Nachmittag noch anschauen werden. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Eigentlich hätte ich das gleich am Anfang schon so quasi als Vorwegnahme gebracht. Ja, weil ich manchmal Mühe habe zu warten. Aber jetzt kommt's. Und ich bin froh, dass wir noch ein bisschen Zeit haben heute Nachmittag zusätzlich, damit ich da nicht einfach in Eile über diese Verse hinweggehen muss. Sondern wir schließen hier bei Vers 8, weil der Aufsatz hier fertig ist und dann beginnt das Thema Aufsatz Nummer 9, Jugend und Alter.